Und willkommen zurück zu Suicide Guy, meine lieben Freunde. Und ihr seht, da oben steht's: Warning, unser Bier. Das Bier müssen wir nochmal noch retten. Gut, wir haben ja in der letzten Folge. Was? Wir haben in der letzten Folge Badewanne, das Ding hier, den schönen roten Käfer. Und jetzt sind wir hier bei Nummer 15 angekommen. Kann man das trinken? Aber wir gehen mal hier. Ich habe keine Ahnung, was wir machen müssen. Hexenhut. Wir gehen mal rein. Shut up. Ich habe keine Käse. Ah, okay. Ah, ich habe einfach jetzt gerade einen Käse gesehen und habe mir gedacht, wir müssen bestimmt irgendein Rezept machen. Wir brauchen einen Huhn, einen Hase und eine Maus. Eine Maus können wir mit dem Käse locken. Da, guck mal da. Supergeil. Die Maus. Gibt es hier irgendwie so eine. Ah ja, gibt es so eine Treppe. Schmeckt am besten. Oh! Voll erschrocken. Dann. Oh, Hühnchen war das, ne? Hühnchen und Hase. Da ist noch eine Tür. Vielleicht können wir ja raus. Vielleicht müssen wir in den Garten oder sowas. Ich setze mich mal wieder richtig hin. So, warte, bis die Kamera so, den Fokus wieder gefunden hat. So, ich gucke mal ganz kurz nach der Kamera. So. Okay, alles klar. Also. Hühnchen und Häschen. Was machen wir damit? Gar nichts. Damit machen wir gar nichts. Was ist das? Och. Zählt das schon? Okay, das zählt. Okay, kann man verschieben? Weiß nicht warum. Ach, guck mal, kann man hier raus? Nee, kann man nicht. Kann man auch verschieben und springen. Checken das mal. Ach, guck mal, wir können wirklich raus. Boah, sieht das geil aus. Fuck, ist das geil. Das Spiel gefällt mir voll gut. Das ist voll schick gemacht. Wir brauchen ein Häschen. Hoffentlich müssen wir jetzt nicht stundenlang suchen. Häschen. Da hinten hoppelt eins. Wir müssen jetzt nicht dahinterher rennen. Wir sind irre. Ha! Ich sehe es gerade nicht. Sieht ein bisschen komisch. Ach, ich habe es von hinten genommen. Ich habe das Häschen von hinten genommen. Habe ich das gerade gesagt? Ich glaube, ich muss mich mal wieder. So. Ich meine, die Kamera verschiebt sich immer so ein bisschen. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe das Häschen von hinten genommen. Ich muss aber erstmal gucken. Es gibt bestimmt hier irgendwo die Statue. Da ist sie. Cool. Komm ich nicht drüber? Das ging ja schnell. So. Knochenbuch und dann ist tot. Knochen. Käse haben wir hier. Knochen. Hexen. Hier kann man nichts mehr nehmen. Knochen. Wo kann man denn einen Knochen jetzt herholen? Kann ich hier was aufmachen? Hier, sonst gibt es hier nichts, ne? Hier der Schrank vielleicht? Was verschieben, umschmeißen? Nee, hier da drin auch nichts. Okay, Knochen. Wir gehen einfach mal raus. Vielleicht gibt es ja einen Knochen irgendwo draußen oder so. Ah, guck mal hier. Eine Schaufel.
Schaufel. Schaufel, Schaufel. Haben wir irgendwo eine Schaufel hier? In so einem Geräteschuppen würde ich bestimmt eine Schaufel finden. Noch irgendwie hinterm Haus? Ich habe nichts gesehen, ne? Ich brauche eine Schaufel oder irgendwas, was ich womit ich graben kann. Was kann man hierfür nehmen? Hier gibt's nichts. Hier kann man nichts finden. Hier oben, hier unten, da hinten. Es gibt keine Schaufel. Wie kann man im Grab denn graben? Ich bin gerade echt überlegen. Hallo. Wie soll ich in dem Grab graben? Ah, da guck mal, liegt da eine. Voll gut. Voll das schöne Hexenhaus. Und wir machen jetzt mal ein schönes Gebräu. Dann haben wir es eigentlich schon geschafft, glaube ich, ne? Gib uns Knochen her. Gib dein Knochen, Baby. Oh Gott, komm ich hier wieder raus. Komm ich hier wieder raus. Kann ich hier drüber springen? Ja. Das war's, das glaube ich, ne? Knochen. Das Buch. Jetzt? Yes. Cool, das hat Spaß gemacht. Ging es auch ein bisschen leichter als die anderen? Aber fand ich cool. Fand ich voll gut gemacht. So, Hexenhütchen habe ich. Hier habe ich eigentlich überall die Statue gefunden. Nur im Sägewerk habe ich es nicht cool. Zirkuszelt. Ja, geht mal einfach oben auf das Trapez und springt dann da runter. Ich habe hier mal so ein bisschen Schokolade. Oh, ihr habt doch nichts dagegen. Ich habe leckere Schokolade essen. Okay, Hämmerchen. Da reinspringen. Ach so. Ich muss da was reinwerfen, dann kriege ich dafür Punkte. 10. Okay. Spielchen. Was kann man hier machen? Nix. Kann man nichts machen? Nix. Dann gehen wir weiter. Ich kann jetzt nicht 10 Stunden lang das Gleiche machen. Ein Coin. 10.000 Punkte. Das da hinten nehmen wir auch mit. Guck mal, ich spring nochmal drauf. Wer damit? Steinschleuder. Guck mal hier, wir können eigentlich 10.000 mal springen. Hopp. Hopp. Hopp.
Und jetzt noch eins. Komm, ich nehme das hier hinten auch. Ach komm, ich springe nochmal drauf. So, und dann kriegen wir wenigstens die Steinschleuder schon mal. Bam, 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 bam. Luna Park. Gib das her. Coole Shit. So, jetzt machen wir es nochmal, den ganzen Shit hier. Nein. Ich kann doch nicht 10.000 Stunden lang so spielen. Oben mehr Punkte? Ne, in der Mitte habe ich mehr Punkte. Wir nehmen das mal mit. Ich weiß auch, das ist voll laute Musik. Den Shit her. Oh, laut! Schnauze! Ah, nicht brauche ich. Für die Eierschusspistole. Kann ich hier was machen? Nö. Ich muss einfach nur immer zum nächsten gehen und dann jetzt einfach mit der Kanone schießen wie ein Wilder, glaube ich. Ups, nein. So mache ich das übrigens auch immer. Ich weiß nicht, ob ihr mich hört. Es ist so laut. Wo ist der? Der andere. Da. 5.000 Punkte. Okay, dann machen wir es gleich nochmal. Dann haben wir nämlich 10.000 Punkte und haben wir es geschafft. Aber was mache ich denn dann? Dann schieße ich mit der Panzerfaust auf mich drauf und schieße mich tot oder so. Nein! Währenddessen der geschießt. Jetzt mal Schokolade. Her. So, jetzt haben wir die 10.000 Punkte und dann können wir die Kanone da kaufen, aber ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Bam! Und nun? Und was ist dann der Sieg? Okay. War ja eigentlich ganz log. Ich habe hier so riesengroße Schokoladeneier. Lecker, lecker. Gut, das haben wir auch schon wieder geschafft. Was haben wir hier? Eine Kuh. Was macht eine Kuh? Vielleicht. Der ist aber kein Stier gewesen. Oh. Okay. Kuh. Ah, okay. Kuh schleudern.
Kann man sich bewegen? Das ist gut. So, das Ding muss ja da rauf fallen. Wir müssen. Wir gehen erstmal hier hoch. Irgendwo gibt es eine Kiste? Nee, wir müssen das. Ah, okay. Nur vor und zurück kann ich das machen. Nicht nach hier ziehen, okay. Das wird spaßen. Wie komme ich da hoch? Auf die Kuh springen, kann man das? Ja, man kann auf die Kuh springen. Was man auch immer macht, ich springe immer auf Kühe. Hopp. So. Das ist, nennt man, es gibt in einigen Ländern oder Gebieten Kuhschubsen. Okay. Und wir machen. Wir machen. Was ist das hier? Wir machen Kuh schmeißen. Was ist das? Und da hoch? Wo ist denn der? Ach, da hinten. Was passiert jetzt? Ach, die Leiter habe ich noch runtergelassen, okay. Und was mache ich hiermit? Ich brauche mal. Ja, hör mal auf, hier Krach zu machen, Mensch. Komm mal mit, wir brauchen dich mal kurz. Wir brauchen dich da hinten hochzukommen. So, da ist er. Okay, sagt mir jetzt gerade nichts, das Bild. Ich verstehe jetzt nicht, was wir machen müssen. Wo soll die Kuh? Wohin schleudert denn dann die Kuh? Na komm. Kuh melken. Was macht man hiermit? Keine Ahnung. Ich bin gerade total überfragt. Was mache ich denn mit dem Scheiß hier? Was machen wir hier? Kann man nichts machen, okay. Kann man hier was machen? Ich aktiviere. Ach nee, ich brauche die Kuh. Nee, brauche ich gar nicht mehr die Kuh. Ich brauche. Das reicht, wenn ich hier die Kiste mitnehme, um hier hochzukommen wieder. Ich weiß nicht, ob wir es überhaupt brauchen. Ich nehme das Ding mal mit, einfach so. Ach, der geht jetzt nicht da hoch, okay. Dann machen wir es mal anders. Wir gehen mal da hinten hoch, weil wir, glaube ich, vielleicht die Loop brauchen. Keine Ahnung. Mann! So, hier. Und jetzt? Alles klar, okay. Geht schon mal nicht. Brauchen wir es mal nicht. Da aktivieren wir mal Dingens, aber ich habe keine Ahnung, was der macht. Wenn ich das doch jetzt aktiviere. Wo ist die Schokolade? Hm.
Okay. Okay. Dann brauchen wir dann. Hat eine Kuh. Jetzt weiß ich, was ich mit der Lupe machen muss, weil ich jetzt hier Licht habe. Komm wieder hoch. Das hier? Was kann man hier anzünden? Was kann ich hier anzünden, Leute? Ich muss irgendwas anzünden. Aber was? Heu. Wie? Was soll ich denn anzünden, Leute? Kann man hier irgendwas aufnehmen, vielleicht vom Heu? Kann man das aufheben? Nee. Das hier? Gibt's hier was hin? Ist hier irgendwas? Was kann man denn hier anzünden? Kann ich vielleicht das Heu da mitnehmen? Auch nicht. Kann ich den vielleicht von hier hinten anbirnen? Ich denke mal nicht, oder? Den muss ich dann vielleicht irgendwie aufmachen. Wir testen das mal. Wir testen das mal. Naja. Okay. Ja dann. Was haben wir da drin? Wir kommen hier rein. Ach so, okay, jetzt nochmal. Jetzt müssen wir die müssen wir auch irgendwie anzünden. Okay, dann nochmal hier rein, hoch und dann. Let's burn. Ja. Aua. Muss ich jetzt einfach runterspringen, oder was? Ich denke schon, oder? Wer hätte es gedacht? War dann doch wieder komplizierter. Wir hätten hier schon die so die Bude abbrennen können. Dafür muss ich erstmal was essen. Bestes Spiel, das beste Spiel. So, in der nächsten Folge werden wir. Wir werden auf den Wecker gehen. Wir haben dann nämlich noch 18, 19, 20, 21, 22 und 23 und 24. Okay. Nächste Folge geht's weiter. Däumchen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und lasst mal einen Kommentar da, wenn ihr irgendwas dazu zu erzählen habt. Ich finde das Spiel echt voll lustig. Und kann ruhig gerne so weitergehen. Muss ja nicht immer das schwerste Spiel sein. Ist einfach lustig und lustig ist einfach gut. Bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao.